Die Euphorie war groß an der Wall Street nach den Aussagen von Jerome Powell, die ja faktisch die Tür zumindest geöffnet haben für potenzielle Zinssenkungen, insbesondere dann, wenn der Handelskrieg eskaliert, was derzeit ja offenkundig der Fall ist zwischen den USA und China. Aber was passiert eigentlich mit den Zinsen und den Aktienmärkten, wenn die Zinsen fallen? Das wollen wir uns mal anschauen und die Geschichte ist hier nicht sehr ermutigend, was Zinssenkungen und Aktienmärkte betrifft. Wollen wir uns mal in dieser Grafik zu Gemüte führen. Hier sehen wir das letzte Mal, dass die Fed oder als die Fed die erste Zinssenkung gemacht hat, das war im Januar 2001 und dann das nächste Mal im September 2007 und hier sehen wir den Leitzins und hier sehen wir den S&P 500 und wir sehen sowohl 2001 als auch 2007 ging es dann ziemlich heftig nach unten mit den Aktienmärkten. Es war der Start im Grunde eines Bärenmarktes und dementsprechend sollte man die Euphorie vielleicht ein bisschen relativieren, die eben jetzt über die Aussagen von Jerome Powell gekommen ist. Denn es ist völlig klar, dass wenn die Wirtschaft weiter abkühlt, dass das dann auch auf die Unternehmensergebnisse zurückstrahlt. Und was hilft mir da eine Zinssenkung, wenn die Zahlen der US-Unternehmen immer schlechter werden, sodass dann die Bewertungen eben hoch sind? Mithin müssen also die Aktienkurse runter, damit dann die Bewertungen einigermaßen wieder ins Lot kommen. Und dass die Fed vielleicht Gründe hat, so langsam über Zinssenkungen nachzudenken, das hat heute der ADP-Arbeitsmarktbericht gezeigt, der mit nur 27.000 Stellen so schwach ausgefallen ist wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Vor allem in den Sektoren Bau sind viele Jobs verloren gegangen, insgesamt im produzierenden Sektor und vor allem kleine Firmen haben massiv Stellen abgebaut. Das war ein ziemlicher Schocker für die Wall Street. Die US-Anleihemärkte, vor allem die zweijährige US-Staatsanleihe, hat einen Riesensatz gemacht nach oben, respektive die Rendite nach unten. Und wenn diese Zahl von 27.000 Stellen bei den ADP-Arbeitsmarktdaten valide ist, dann könnte das bedeuten, dass wir hier am Freitag eine böse Überraschung kriegen, was die US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm Payrolls, die großen Arbeitsmarktdaten betrifft. Denn hier sehen wir diese 27.000 durch den vom ADP und das würde bedeuten, wir könnten so um und bei 133.000 Stellen bekommen, aber mit einem Minus davor. Mithin würden dann also 133.000 Stellen verloren gegangen sein und das wäre dann der nächste Schocker in Sachen US-Konjunktur. Okay, wir hatten den ISM-Index Dienstleistung, der weniger schwach war als erwartet, besser gewesen ist als erwartet. Im Vormonat war das ja der schwächste Wert seit Dezember 2017. Hier leichte Entspannung, aber die Wall Street hat schon sehr genau hingeschaut, was diese ADP-Arbeitsmarktdaten betrifft. Wie geht es jetzt weiter? Schauen wir uns mal einige interessante Grafiken an, die vielleicht zeigen, was Sache ist. Zunächst mal Wall Street in Sachen Bewertungen. Hier verschiedene Bewertungsmaßstäbe, Price-Earnings-Ratio, also Aktienkurse zu Gewinn. Wir haben die CAPE-Ratio, das inflationsbereinigte Verhältnis zwischen Gewinnen und dem Preis auf 10 Jahre. Dividend Yield, Price to Book, also Preis zu Buchwert, Price to Sales, Q-Ratio und all diese Werte sind deutlich über 80%. Das heißt, wir sind überall in allen Bewertungskriterien über 80% des historischen Durchschnitts, sind also teurer als fast immer in der Geschichte der Wall Street. Und das ist natürlich insofern dann ein Problem, wenn nämlich dieser Abschwung, der sich offenkundig hier immer stärker abzeichnet, wirklich auch eingepreist werden muss von den Märkten. Die haben noch nicht wirklich den eskalierenden Handelskrieg eingepreist zwischen den USA und China. Jetzt heute so ein bisschen Erleichterung dann heute Nachmittag, nachdem es Aussagen aus den USA gibt von Senator Grassley, wie auch von Peter Navarro, dass möglicherweise schon am Donnerstag irgendein Deal mit Mexiko kommt. Aber warten wir mal ab, wenn Trump wieder in Washington ist, wie es dann weitergeht. Jedenfalls so ein bisschen aufatmen, wenigstens diese Mexiko-Dinger kommen nicht, aber übergeordnet ist eben wichtiger China oder dieser Handelskrieg zwischen den USA und China und da verschärfen sich die Dinge weiter. Sie wissen, dass China eben praktisch die Ford-Tochter in China mit einer herben Strafe belegt hat. Also es beginnen jetzt diese Nadelstiche Stück für Stück seitens Pekings. Was hat das für Folgen für die Weltkonjunktur? Schauen wir uns vielleicht mal hier den Welthandel an. Hier ist der Ausgangspunkt bei 100. Im Jahr 2010 ging konstant nach oben bis ins Jahr 2018, aber dann sind wir aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen. Es ist also so, dass wir jetzt
doch eine ziemliche Abkühlung, Abbremsung hier des Welthandels haben. Und wir haben vor allem eine Verschlechterung der Situation in Deutschland. Was Sie hier sehen, das sind die Maschinenbauaufträge aus Deutschland. Total, also zum Vorjahresmonat -11%, aus dem Inland -15%, aus dem Ausland -9%. Schon im März waren wir bei -10%, im Februar -10%, im Januar -9% etc. Das sind natürlich Katastrophenzahlen, die zeigen, wie stark vor allem das produzierende Gewerbe in Deutschland unter Druck ist. Und Deutschland ist ja so ein bisschen ein Indikator, ein Gradmesser für den Welthandel, weil wir eben so stark im Export sind. Was haben wir noch? Was wird passieren mit der Fed? Wir sehen, dass die Implied Fed Rate Change to End 2020 davon ausgeht, dass wir möglicherweise Ende 2020 sogar Negativzinsen haben. Und wir sehen hier diese Differenz zwischen dieser Market Implied Fed Rate Change und hier roter Graph und hier grün der S&P 500. Das ist eine Zeit lang relativ parallel gelaufen und hat sich aber jetzt seit Januar 2019 deutlich entkoppelt. Der S&P ist nach oben gegangen. Der rote Graph, nämlich die Zinserwartungen, wenn man so will, die gehen weiter nach unten. Wir haben vielleicht auch einen guten Grund, warum die Fed langsam nachdenklich wird, neben der sich abschwächenden Konjunktur. Das ist die sich verschlechternde Kreditqualität. Wir sehen, dass inzwischen mehr BBB-Anleihen auf dem Markt sind mit Laufzeiten 3 bis 5 Jahren. Also die schlechtestmögliche Kreditqualität als sämtliche A-Anleihen, also AAA, AA und nur A. Es sind ja die etwas besseren Kategorien, A, dann AA, dann AAA. Also wir haben hier ein massives Schuldenproblem bei sich verschlechternder Kreditqualität. Die Unternehmen sind bis Hals über Kopf überschuldet. Das haben sie meistens gemacht in Zeiten, als es noch Nullzinsen gab in den USA. Und das wird jetzt immer drückender. Und die Fed weiß das natürlich und agiert möglicherweise dementsprechend. Schauen wir uns das Geschehen in den Charts an, was heute zu konstatieren ist, startend mit dem S&P 500. Wir sind hier zunächst nochmal weiter nach oben gelaufen. Euphorie ist hurra, die Fed hat uns ein Signal gegeben, wir werden alle glücklich. Dann ging es rauf bis 2823 um und bei. Dann ging es auf die 2800er Marke, weil man ein bisschen nachdenklich geworden ist. Und eben vor allem die ADP-Arbeitsmarktdaten doch ein ziemlicher Schocker waren. Jetzt sind wir bei 2811 Punkten. Der Dow Jones bei 25.438 Punkten. Der Nasdaq schwach ist, nachdem er schon 1% auf Future-Basis im Plus war, dann ins Minus gedreht. Jetzt wieder so leicht im Plus, jetzt so mehr oder weniger unverändert. Aber interessant ist, was an anderen Fronten passiert, zum Beispiel beim Öl. Hier sehen wir weiter konstanten Druck. Wir sind jetzt sogar beim amerikanischen Crude Oil zwischenzeitlich unter die 51er-Marke gefallen. Und wir sind ja oder kommen ja vor kurzem noch von Werten um die 63 Dollar. Da sind wir also 12 Dollar schon mal runtergekommen. Das sind mehr als 10% und das in relativ kurzer Zeit. Und wenn wir das mal abgleichen mit dem Goldpreis, der aktuell bei 1329 ist, heute schon über der 1340er Marke war, dann sehen wir, dass die Lage, wo Gold stark gestiegen ist und Öl gefallen ist, die gab es in den letzten Jahrzehnten genau zweimal, einmal beim Platzen der New Economy Blase und einmal in der Finanzkrise. Auch das ist ein hervorragendes Omen. Schauen wir uns den Euro an, der heute noch ein bisschen leidet, nachdem es schon hier über die 1,13er Marke gegangen ist, jetzt 1,1232. Wir sehen jetzt so eine Rückkehr der Dollarstärke ein Stück weit und wir haben vor allem natürlich die Thematik, dass die EU-Kommission jetzt ein Disziplinarverfahren gegen Italien einleitet, italienische Aktienmärkte unter Druck, italienische Anleihen, Renditen steigen. Also hier könnten wir dann bald wieder ziemliches Tohuwabohu sehen zwischen Brüssel und Rom. Das ist dann eine weitere Baustelle. Also, die Euphorie ist so ein bisschen verflogen und sie ist zu Recht verflogen. Bei genauerem Hinschauen ist die Aussicht auf Zinssenkungen bärisch und nicht bullisch. Das habe ich in diesem Video versucht zu zeigen und wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Feierabend. Machen Sie es gut. Bis morgen hoffentlich zum Videoausblick. Bis dann. Ciao.